Doch was macht das Herz zum Notfall? Zu den klassischen Risikofaktoren zählen Rauchen, übermäßiger Alkoholgenuss, Übergewicht, Bewegungsmangel und zu viel Stress. Hinzu kommen Bluthochdruck, Diabetes, Fettstoffwechselstörungen bzw. zu viel Cholesterin. Ein weiterer bisher wenig beachteter Risikofaktor, das Homozystein. Wird diese Aminosäure im Körper nicht rechtzeitig abgebaut, wirkt sie wie ein Gift. Sie greift die Gefäßwände an. Die Folgen sind Arterienverkalkung und Gefäßverschlüsse. Der wichtigste Gegenspieler des Homozysteins ist die Folsäure. In Kombination mit den Vitaminen B6 und B12 baut sie diesen gefährlichen Homozysteinspiegel ab. Kann eine verbesserte Vitaminprophylaxe vielleicht Tausende von Leben retten?